Einen wunderbaren guten Morgen hier zum Montag allen Zuschauerinnen und Zuschauern bei unserer Besprechung der Wochenauftakt Handelsideen. Heute haben wir, ich schaue gleich rüber, den Nikkei, US-Dollar, Kan-Dollar und Euro-Britisches Pfund auf der Uhr. Zuvor natürlich aber auch wieder der Blick in die Tagesnachrichten und meine Bitte an Sie, die hier live zuschauen, auch wenn Sie eine Frage haben, einfach den Wunschchart hier in die entsprechenden Blogs rein und damit kann ich das Ganze dann auch mit beantworten. Ich sehe auch, wir haben einige Live-Zuschauer wieder mit dabei. Von der Seite her freue ich mich dessen sehr, sehr. Dort und alle anderen, die hier live zuschauen bzw. im Nachgang zuschauen, natürlich auch allen hier die Ideen für den heutigen Handelstag. Ludger, Holger, von meiner Seite her einen schönen guten Morgen an euch. Wir starten mit dem Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Ich bitte, das Ganze hier wie immer auch zur Kenntnis zu nehmen. Danach gehen wir mal in die Tagesnachrichten hinein. Wir hatten heute Nacht ein paar Informationen aus China, die möchte ich hier an dieser Stelle auch nicht vorenthalten. Gerade was das Thema Import und Exporte in China angeht, da schaut die Welt ja gerade drauf. In Stichpunkt Verlangsamung des Wirtschaftswachstums. Wir hatten hier die aktuellen Nachrichten bei den Exporten. Ich schaue gerade oben auf den vierten Monitor. Ein Rückgang von minus 4,4%. Eigentlich war erwartet von laut Prognose hier eine Zahl von Zuwachs 3% und bei den Importen war ein Zuwachs von 5% avisiert worden. Wir hatten hier einen Rückgang der Importe um 7,6%, also minus 7,6%. Das sind Zahlen, die sind jetzt draußen, die haben den asiatischen Markt heute Nacht auch ein bisschen negativ beeinflusst. Das werden wir dann aber gleich direkt auch mit sehen. Was kommt heute noch an Nachrichten? Ich glaube, das Wichtigste ist das aus den USA, was heute kommt. Da gibt es keine Zeit. Ich weiß nicht genau, wann das Ganze hier veröffentlicht wird, aber Herr Powell spricht mal wieder als FED-Vorsitzender, da wird wieder von den Lippen gelesen und für all diejenigen im Rohstoffbereich, aber ich glaube, das ist jetzt nur für die wenigsten interessant hier, wie immer der Waste-Bericht. Auch der ist von der Zeit her noch mit offen. Da geht es ein bisschen um das Thema Angebot und Nachfrage der wichtigsten Rohstoffe. Spielt hier bei uns aber in der Regel keine große Rolle im Trading. Dann würde ich sagen, schauen wir gleich mal direkt rein in die Charts und wir prüfen hier mal, was wir sehen können, beziehungsweise wo Möglichkeiten sind, die ein oder andere Idee beziehungsweise das ein oder andere Setup direkt mit umzusetzen. Hier haben wir den Nikkei JP225, das Kürzel, was wir hier haben. Und wir sehen hier untergeordnet, wir sehen es, ein mittlerweile ausgebildeter Trend. Wir haben hier die Situation, dass der Markt uns zeigt, es gibt ein höheres Hoch. Das ist erst einmal sehr, sehr positiv zu sehen. Wir haben obenhin ein paar Widerstände liegen hier. Zunächst der Widerstand um die 20.800 Punkte Marke. Das war der Ausbruch hier im großen Bereich, der uns dann doch deutlich nach unten geführt hat. Und von diesem, was wir hier oben hatten, was wir als Rücklauf hier im Chart ersehen konnten, ist gutes Stückchen unten rausgekommen. Also das heißt, da war die geplante Bewegung so gut wie drinnen. Ich kann das ja mal ganz kurz zeigen, der ein oder andere mag das kennen. Man sagt ja hier in diesen Bereichen, wenn wir hier oben reinlaufen, dann kann man so, wenn man mal eine grobe Erwartung haben möchte, wo es hingehen soll, das Ganze unten ransetzen und wenn wir das mal hier unten ransetzen, dann sehen wir, dann haben wir sehr, sehr viel entsprechend davon auch mit weggenommen. Also die Seite ist gut und gerne erfüllt und das, was wir hier sehen, ist auch erstmal ein sehr, sehr schöner Anfang, nämlich ein untergeordneter Aufwärtstrend, der aktuell in die Korrekturen hineinläuft und die Korrektur, naja, wir wissen es, die kann uns nach unten führen. Wichtig ist, was der Markt uns hier anzeigt. Aktuell schwingen wir ja hier oben in diesem weiten Bereich, das zoome ich mal kurz etwas tiefer ran hier. Wir haben hier den Schwungbereich, dieses Hoch hier drüben bei 20.490 Punkten, dann haben wir hier unten diesen Tiefbereich um die 20.000 Punkte Marke. Das ist so der Schwungbereich, wo wir jetzt seit einigen Perioden hin und her auch laufen. Das heißt, aktuell noch eine Korrektur im hohen Bereich, im Seitwärtslauf. Das Ganze kann natürlich auch tiefer gehen, wenn wir hier nachhaltig unter das Tagestief hier drunter fallen, um die Marke von 20.039 haben wir noch eins relativ nah bei 19.969. Das ist das von dieser Kerze hier. Und die Korrektur kann natürlich auch noch ein ganzes Stückchen tiefer laufen, ohne diesen Aufwärtstrend kaputt zu machen. Hier unten
haben wir das Korrekturtief bei 19.232 hier im Chart mit liegen. Und nach oben, wie schon gesagt, haben wir ein paar Widerstandsbereiche. Den ersten hatte ich besprochen hier. Drüben die Marke um die 20.800 Punkte und dann haben wir noch einen etwas höher hier, dieser Bereich, als dieser Aufwärtstrend hier gebrochen ist, der technisch hier entstanden ist. Ich kann das kurz mal einzeichnen. Wir hatten ja hier diesen Schub nach oben, dann hatten wir die Korrektur entsprechend und dann hatten wir eine Trendentstehung und die Trendentstehung vom Aufwärtstrend her war halt ein untergeordneter Aufwärtstrend, hatte also am übergeordneten, abwärtsgerichteten Bild nichts wettgemacht. Warum nicht? Wir sind nicht hier oben drüber über dieses Level gelaufen, um diesen Schub nach unten rauszunehmen. Das heißt, das war einfach nur eine trendförmige Korrektur. Hier wurde das Ganze unterschritten, dann hat sich hier wieder der Abwärtstrend gebildet. Also diese Marke hier bei 21.200 Punkten, die hat schon gewisse Relevanz, reine charttechnische Relevanz. Das ist also das nächste Widerstandslevel. Und bis es soweit ist, müssen wir natürlich erstmal schauen, was hier passiert. Und da hilft mitunter auch mal der Blick wieder in die kleineren Zeiteinheiten. Selten in diesen Ranges, die wir hier haben, wenn wir so eine flache Range haben. Aber nach unten hin kann man einfach schauen, wo sind denn mögliche Umkehrpunkte? Wo könnten, Händler die Korrektur nach unten vorantreiben oder aber das Ganze mit rumdrehen lassen. Das sieht man alles in den kleineren Zeiteinheiten hier in der Stunde. Das zoome ich mal ganz kurz etwas klein, damit wir wissen, was hier passiert. Und hier sieht man halt im größeren Bild, der Abwärtstrend hier ist jetzt noch nicht entstanden. Hier unten drunter müsste man da vom Thema her auch mitlaufen, das Ganze tiefer zu geben. Und dann haben wir hier nicht mehr wirklich viel, was hier halten könnte. In der Stunde sieht man hier so ein bisschen die Trendentstehung bzw. Das, wo wir hier diesen Schub nach unten rausgenommen haben, dieses Level hier, ich mache das mal ganz kurz rein, das wäre diese Marke, dann da würde es mich auch nicht wundern, wenn der Markt bis darunter korrigiert. Aber erst einmal sehen, was passiert. Vielleicht geht es auch einfach hier auf hohem Niveau weiter. Das wäre ein deutliches Zeichen mit von Stärke. Da können wir uns mal überraschen lassen. Aber die Situation im Nikkei ist definitiv etwas für die Watchlist. Da kann es kurzfristig ordentlich zu Bewegung kommen, wenn das ganze Level nach unten durchbrochen wird. Und wenn der Markt dann an Stärke wieder ausfängt, kann es dann halt dahingehend, dass der Markt nach oben läuft und wir tatsächlich hier die Fortsetzung des Aufwärtstrends auf Tagesbasis sehen und wir dann hier in diese Level reinlaufen. Und da gibt es dann doch auch einiges, was wir nach oben mit abholen können. Nächstes. Gehen wir in die Währungen rein, fangen wir mal an mit den US-Dollar, Kanadier-Dollar. Den hatten wir ja vor, ich glaube, gut einer Woche hatten wir den schon mal auf der Uhr, weil er hier eine sehr, sehr schöne Korrektur gemacht hat, die hier in so einem Trendkanal nach unten gelaufen ist. Man weiß ja nie, wann sowas aufgelöst wird. Wir hatten ja hier unten drin dann diese Marke liegen bei 1,32,536 hier, dieses kleine Korrekturtief, was wir hier hatten vor dem Schub nach oben. Da sind wir jetzt runtergelaufen. Wir haben uns hier unten irgendwo in diesem Bereich 1,31799 bis 1,316 gefangen. Das und hier im nächsten Schritt das Umkehrsignal, die Umkehrsituation im Chart. Und da sehen wir mal wieder, warum es gut ist, wenn man sich solche Situationen auch immer mal wieder auf die Ohr legt. Warum? Das sehen wir hier. Es gibt nach solchen starken Überdehnungen halt immer mal wieder die Chance einer Umkehr. Das heißt, dass wir eine Gegenbewegung sehen. Wenn wir uns dieses Gesamtbild jetzt mal anschauen, betrachten auf diesen Trend, ne, der Trend hier ist ja schon etwas in die Tage gekommen. Hier gab es den ersten Bruch, danach gab es noch einmal Trendbildung nach oben hin. Jetzt ist das Ding erstmal kaputt gemacht worden. Rein von dem Kleinen, was wir hier sehen, von dem, was ich hier grün markiert habe, nach oben. Heißt also, wir müssen jetzt einfach mal davon ausgehen, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt hier erst einmal mehr oder weniger in der trendlosen Phase, weil das, was wir hier gehabt hatten, ist ja hier schon einmal kaputt gegangen. Danach hat sich eine Wiedertrendaufnahme gebildet. Jetzt haben wir es wieder kaputt gemacht. Das heißt, hier müssen wir jetzt wirklich erstmal schauen, was kommt. Aber für das kurzfristige Trading hier in dem Bereich, den wir uns anschauen, ist das Ganze eine sehr, sehr interessante Situation, weil wir sehen hier, in den letzten Tagen hat sich die Umkehrsituation hier ausgebildet. Das mache ich mal kurz etwas näher. Hier unten dieses Kerzenmuster, da konnte man sehr, sehr schön die Trendumkehrausbildung in der Stunde sehen und jetzt sehen wir, es läuft nach oben hin fort. Und jetzt wird es halt spannend, was wird das Ganze dann werden? Ne? Wir haben hier unten einen Boden gebildet, hier leicht zu sehen an diesem höheren Tief an dieser Stelle. Das sieht man im Stundenchart auch schön, da gucken wir auch gleich mal rein. Und jetzt kommt es halt darauf an, was geht hier weiter? Weil wir haben nach oben doch einiges am Potenzial. Das heißt, wir können hier doch ein ganzes Stückchen Korrektur sehen. Und wenn wir erstmal nur in Richtung 50% Korrektur dieser starken Abwärtsdynamik laufen, da ist schon einiges an Potenzial noch da. Da kann man gerne mal die Fibonacci
Fibonaccis drüber legen, was das Ganze dann hier bedeuten kann. Das heißt, hier nach oben hin schon einiges an Potenzial da und wir haben halt in nicht allzu weiter Entfernung auch noch ein paar Tageshochs liegen, die der Markt ja gerne mal anläuft, weil wir hier unten drunter auch schön den Abwärtstrend am Laufen gesehen haben, wo dann natürlich die entsprechenden Korrekturhochs liegen mit möglicherweise Absicherungsordnern von Händlern, die hier nach unten auch das Ganze mit getradet haben. Das heißt, hier haben wir doch einiges da. Gucken wir mal eben in die Stunde rein, damit man sieht, was ich hier meine. Das zoome ich mal wieder kurz etwas zusammen. Hier haben wir erstmal im großen Bild den gebildeten Aufwärtstrend. Und das, was wir hier sehen, ist jetzt die Fortführung. Das heißt, wir haben hier schön Korrektur des Ganzen gesehen und sind jetzt hier wieder in der Bewegung des Ganzen. Und hier kommt es jetzt halt wirklich darauf an, was der Markt daraus macht. Wir sehen hier oben den Abwärtstrend. Das letzte Tief haben wir rausgenommen. Hier das letzte Hoch. Hier war das Tief. Da sind wir übers Hoch gelaufen. Hier hat man ein leicht höheres Tief und dann das Ganze schön nach oben geschoben. Anlaufpunkte können wir hier schön bestimmen, auch wenn wir möchten, im Hoch der Stunde. Arnold, Elena, auch live dabei. Guten Morgen, Andreas. Super. Dann schauen wir mal hier noch etwas weiter in den Markt hinein, weil das ist jetzt die Stunde. Aber der US-Dollar, Kann-Dollar ist nicht nur aus Sicht der Stunde interessant, er kann auch gut und gerne mal aus der größeren Sicht interessant werden, wenn wir nämlich hier vom Tag mal rüber in die Woche schauen. Und hier ist mal der große Trend der Woche auch mit eingezeichnet. Und das, was wir hier jetzt haben, ist mal der Bewegungstrend der Bewegung. Also wir haben die Bewegung der Woche, ist schön weit gelaufen und das ganze Ding wird jetzt korrigiert. Und das ist auch interessant für diejenigen, die sich das Ganze im großen Bild mal anschauen. Dreht der Markt hier in diesem Bereich nämlich wieder um, wäre das auch ein Zeichen, dass die Woche wieder in Richtung nach oben läuft. Das wäre dann interessant, wenn wir hier sehen, wir kriegen das Umkehrsignal bestätigt auf Tagesbasis, dann handeln wir wieder von dem Tag in die Woche. Das ist sehr interessant. Bisschen anderer Ansatz wie Stunde in Tag, aber das große Bild, wenn man hier long handelt, dann handelt man sozusagen jetzt auf Tagesbasis, Stunde in Tag, ja erst einmal die Korrektur von diesem ganzen Schub hier rein. Aber wenn man sich das Ganze auf Woche mal betrachtet, da ist es auch interessant, wenn das Ganze bestätigt wird, möglicherweise nochmal durch einen Zacken nach unten und dann eine richtige Aufwärtstrendbildung auf Tagesbasis. Das wäre dann ein sehr, sehr schönes Umkehrsignal für den großen Trend hier der Woche. Und das ist dann auch interessant zu sehen, was hier passiert. Also das auch ein Titel, da kann man im kurz- und im mittelfristigen Bereich sehr, sehr intensiv auch miteinander traden. Wenn die Korrektur hier dann allerdings noch tiefer geht, auch das wieder der Blick in die Woche, auch sehr, sehr interessant. Weshalb, wir haben halt hier einige Dinge noch unten drunter liegen, wo der Markt reinlaufen kann. Das wird dann in Zukunft noch kommen. Wenn es soweit ist, haben wir den Titel wieder mit auf der Uhr. Aber wir sehen halt hier die Korrekturtiefs, die wir hier haben vom Aufwärtstrend. Das sind interessante Anlaufpunkte, wenn wir hier wieder rumdrehen. Das heißt, wenn es jetzt nicht tatsächlich V-förmig einfach wieder nach oben geht, sondern wenn wir hier eine trendförmige Korrektur nach unten auch mitsehen, das bleibt sehr, sehr, sehr interessant und auf alle Fälle zu beobachten, je nachdem, welchen Zeithorizont Sie hier im Trading haben, ob kurz- oder mittelfristig, ist das definitiv etwas, was man sich mit auf die Uhr legen sollte. Und damit gehen wir in das dritte Währungspaar für heute rein. Das ist der Euro-britische Pfund hier, unser britischer Nachbar. Da ist ja das Thema Brexit immer wieder in aller Munde und da müssen wir auch aufpassen. Soweit ich informiert bin, ist ja morgen ist der 15. die nächste Abstimmung zum Thema Brexit. Das wird also sehr, sehr interessant, was wir hier sehen werden und was wir hier im Chart momentan sehen. Bis gestern Abend oder bis zum Handelsschluss hier am Freitag vergangener Woche haben wir gesehen hier diese schöne Flaggenformation nach unten mitlaufend hier in diesem starken Schub nach oben. Wenn wir mal das Grüne hier angehen, dieser gebildete Aufwärtstrend mit diesem massiven Schub nach oben, hat hier eine Flagge gemacht in diesem Bereich und hat uns hier sozusagen gezeigt, wir laufen hier in einer ganz, ganz weiten Spanne, leicht schräg nach unten, ganz normale Korrektur. Wir haben hier einen Bereich, wenn wir uns diesen großen Chartverlauf mal anschauen, hier haben wir das Thema des Abwärtstrends laufen, hier das letzte Korrekturhoch gewesen, wo wir hier den Bruch hatten, auch mit Bildung dieses Aufwärtstrends, der hier jetzt am Laufen ist im großen Bild. Das ist jetzt ein Level, da geht der Markt, das wissen wir ja selbst, gerne mal ran und dreht dann wieder nach oben. Mal gucken, wie es jetzt wird. Auf alle Fälle sind wir hier mit dem Eröffnungskurs von heute Morgen erst einmal unter diese Spanne mit drunter gelaufen. Das ist jetzt noch nichts Dramatisches. Hier sehen wir jetzt erstmal wieder diesen Rückgang in dieses Level, aber wir standen halt unter diesem Level. Das heißt hier, diese Marke von 0,894 sind jetzt halt nicht mehr Unterstützung, sondern eher
einen Widerstand und jetzt laufen wir wieder in diesen Widerstand rein. Und hier wird es jetzt spannend aus zwei Gesichtspunkten. Nummer eins, diejenigen, die das Ganze im kurzfristigen Bereich auch traden wollen, hier könnte es jetzt durchaus so weit kommen, dass wir wieder nach unten rumdrehen. Das heißt, hier die tieferen Bereiche auch noch anlaufen, weil wir haben jetzt einmal die Flagge hier nach unten verlassen. Das ist ein Zeichen des Marktes, das ist jetzt erst einmal da. Definitiv, da kommen wir nicht mehr drum rum. Und wenn wir dann nach unten blicken, haben wir hier aus diesem leichten Zacken, den wir hier gehabt haben, auch einen Supportbereich um die 0,88812 hier nicht festnageln. Aber wir sehen halt, dass in diesem Bereich hier immer mal die Trader reingelaufen sind, die Trades nach unten und dann sofort wieder nach oben aufgekauft wurden. Das könnte dann, wenn sich das Ganze weiter nach unten schraubt, durchaus ein Level sein, an dem der Markt mal umkehrt. Oder aber hier unten natürlich dieses Tief, da stelle ich auch gleich mal noch eine Preismarke dran, dass man das besser sehen kann. Hier unten irgendwo um den Bereich von 0,88,1 hier, das Tief, da kann der Markt natürlich auch immer ranlaufen, ohne diesen Aufwärtstrend nach oben wegzunehmen. Und dann bleibt es natürlich auch spannend, was hier morgen passieren wird mit der Abstimmung. Also hier ein Markt, der in meinen Augen auch eine hohe, hohe marktbreite Beachtung bekommen sollte. Wenn der Markt nach oben schiebt, in diesem Maße natürlich hier erst einmal diese obere Kanalbegrenzung. Da sehen wir ja auch hier die Marke von um die 0,90600. Das ist ein Level, da wollte der nicht so richtig drüber, ist immer wieder drunter gelaufen. Hier gab es sogar mal einen Spike nach oben. Wenn es hier drüber laufen sollte, haben wir hier natürlich das Trend hoch bei 0,90872, was uns der Chart verrät, als Widerstand und hier dann das hoch bei 0,90983, was wir hier mit zu beachten haben. Wenn wir uns diesen Chart mal auf Wochenbasis anschauen, ist es ein bisschen langweiliger, aber da sehen wir halt auch hier oben, diese Marken liegen erstmal drinnen. Nach unten haben wir hier in diesem Bereich, schauen wir mal, was das hier ist, unten, da ist das Tief hier und in dieser Marke. Also haben wir ein relativ breites Band an Support, das heißt also in Wochensicht, ja, da ist so ein Hin- und Her-Getingel, was wir hier einfach haben, das können wir nicht rausnehmen, das ist halt einfach so, das ist möglicherweise auch dem ganzen Brexit mitgeschuldet, wo der Markt in einer abwartenden Haltung ist. Hier sieht man halt langfristig diese lange, lange Seitwärtsbewegung, aber es ist halt immer wieder interessant, mal ein Stück von oben nach unten oder unten nach oben zu traden. Wenn man sich das ganz große Bild hier mal anschaut, da sehen wir halt diesen starken aufwärts laufenden Markt hier, der stark nach oben geschoben ist, tief korrigiert hat und hier nicht mehr wirklich viel nach oben gebracht hat, könnte möglicherweise jetzt hier wieder nach oben rauslaufen und diesen Trend auch fortsetzen, aber das ist alles hätte Fahrradkette, das ist, ja, die Glaskugel haben wir nicht, keiner von uns weiß, was hier mittelfristig mit dem Brexit passiert, aber kurzfristig ist es durchaus interessant, weil wir halt in dieser exponierten Lage hier unten sind, wo wir das Band runtergebrochen haben und wenn wir uns das Ganze mal auf Stunden Basis jetzt auch anschauen, da sehen wir auch ganz gut, dass wir im Band hier, im Korrekturband, halt dieses sogenannte In-Range-Trading ganz gut ausüben können. Das heißt, von unten nach oben, von oben nach unten. Das lohnt sich häufig mal. Mittendrin ist immer so ein bisschen ungünstig. Und hier, wir schauen mal, wo wir gerade stehen. Wir stehen drunter, aber wir sind jetzt einfach hier drunter. Und jetzt kommt es halt wirklich drauf an, was gibt uns der Markt hier weiter raus? Das mache ich mal kurz hier in diesem Bereich, um das mal zu zeigen. Hier kann ja jetzt zwei was passieren. Entweder hier nach oben. Und dann, die Linie muss ich mal kurz anders machen, dass wir es besser sehen können. Ich mache die mal eben in der Farbe blau. Also was hier passieren kann, ist, dass wir jetzt quasi noch einmal den Retest dieser unteren Begrenzung sehen und der Markt dann nach einer Korrektur wieder nach unten läuft. Das wäre dann die Bestätigung, das wäre dann das Zeichen, dass der Markt sich eher unter dieser Marke etablieren möchte. Wenn wir allerdings das Ganze so sehen, dass wir hier nach oben laufen und vielleicht hier in irgendeiner Art und Weise einen Chart am Ende haben, der nach oben läuft, dann zeigt er uns halt an, okay, der Ausflug hier nach unten, der war nicht nachhaltig und jetzt läuft der Markt wieder hoch. Das wäre dann das Thema, dass wir hier von der Unterseite wieder Richtung Oberseite traden können. Da müssen wir auch wieder abwarten, was wir hier entsprechend auch angezeigt bekommen. Also das zu den Handelsideen für den heutigen Tag. Jetzt schaue ich noch mal eben in die Chats hinein. Ja, Andreas, du schreibst, die Daten aus China sehen übel aus. Die sehen auch nicht so schön aus. Da bekommen wir auch immer mal so ein bisschen Zeichen dafür gezeigt, dass wir hier in China doch mittlerweile an gewisse Grenzen ranlaufen. Aber das hat vielleicht, Entschuldigung, das hat vielleicht nachhaltig auch Einfluss darauf, wie sich die Chinesen mit dem Herrn Trump zusammensetzen, dass es da vielleicht auch irgendwann mal eine vernünftige Lösung gibt im Thema Handelsstreit. Also, wir werden sehen, was da draus wird. Die Daten sind jetzt erstmal raus. Der Markt reagiert, wie er reagiert. Und wir können hier einfach gelassen zuschauen, wie wir jetzt zum Wochenstart auch reingehen. Die Charts sehen auf alle Fälle schon mal wieder ein bisschen besser aus. Wir haben das letzte Woche gesehen. Aber wir müssen anwarten oder abwarten, weil wir hier bei vielen, vielen Charts an gewissen Marken stehen, wo wir einfach nicht so einfach
Ja, jetzt schon eine Entscheidung finden können, wenn wir uns hier beispielsweise mal den S&P 500 anschauen. Das mache ich jetzt mal kurz noch, der Ausflug vor dem Tagesende, weil die Amis sind ja ein guter Richtungsgeber. Wir haben halt hier oben jetzt den Widerstandsbereich um die Marke von 2600 Punkten liegen. Das war dieser Bruchbereich, der lange, lange im Markt lag. Und den haben wir jetzt einfach getestet, einen Retest dieser Marke gemacht. Und jetzt wird es hier halt sehr, sehr spannend, was passiert, wie sich der Markt verhält, ob wir hier dann jetzt eine Korrektur sehen und dann mit einem nächsthöheren Hoch erhöht, nächsthöheren Tief wieder nach oben laufen. Das bleibt spannend. Also hier der Markt auch aus meiner Sicht sehr, sehr interessant, wo wir jetzt in Kürze, ja, sage ich mal, sehen werden, was wir hier raus auch bekommen oder auch nicht. Also es bleibt interessant. Wir bleiben am Ball und traden schön rein in die Märkte, wenn unsere Setups da sind. Also allen hier gute Trades. Wir lesen morgen wieder voneinander im Blog und hören und sehen uns dann hier an dieser Stelle um 8:30 Uhr wieder live auf Facebook oder auch im GoToWebinar. Und alle anderen, die das Webinar in der Aufzeichnung schon sind natürlich auch eingeladen, hier gerne auch im Nachgang Fragen zu stellen. Also bis dahin allen eine gute Zeit. Tschüss, euer oder ihr Mike Seidel.